Der öffentlich-rechtliche Rundfunk präsentiert uns interessante Theorien zur Kriminalstatistik. Da ist ja klar geworden, es gibt deutlich mehr Kriminalität, deutlich mehr Straffälligkeiten in Deutschland und der Ausländeranteil unter den Straftätern ist auffallend hoch. Mariette Slomka hat hier eine These, die wirklich spannend ist. Sie sagt, ja, Einheimische, Deutsche würden einfach weniger angezeigt werden. Das ist so. Nun, ob das wirklich den Tatsachen entspricht, ist ein bisschen zu bezweifeln, zumindest, aber eine höchst interessante Theorie. Und dann gibt es noch diese zweite, die besagt, ja, viele Straftaten könnten ja auch stattfinden an touristischen Hotspots, wo ja dann auch wieder viele Besucher dann kämen. Womit es aber auf keinen Fall was zu tun hat, das ist mit Nancy Faeser, deren Arbeit, die natürlich vorbildlich ist, dem Grenzschutz der unkontrollierten Immigration, illegalen Einwanderern und so. Das sind absurde Thesen, die auf keinen Fall zutreffen.